Okay, herzlich willkommen bei Cookie Dent RC. Freunde, der Kanal für Becher 1 zu 10er bis 1 zu 5er. Ich stelle euch das neueste Tuning vor, das sinnvolle Tuning, wo ich glaube, dass das A funktioniert, B Preis-Leistung passt und C auch dementsprechend eine Sinnhaftigkeit hat. Was haben wir heute? Arma Outcast 4S, Creighton 4S, Senton 3S, Vendetta. Ja, fast alle 3S und 4S Modelle von Arma brauchen die Mittelantriebswelle. Oktay hat eine aus 7075 T6 wunderbar hergestellt. Ich darf sie schon mal Probe fahren und testen. Sie sieht wirklich sexy aus. Also man sieht hier alles super fein gearbeitet. Ja, es passt wunderbar. Ich werde euch jetzt gleich noch die von AliExpress zeigen aus Aluminium und auch noch die Stock. Und warum es sinnvoll ist, die 7075 von Oktay zu nehmen. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, aber das sind die äußeren, die an den Antriebswellen sind, Drive Cups. Und mit Aufnahme auch wunderbar 7075 T6 gefräst. Ehrlich. Und dazu, und ich glaube, da haben sie alle drauf gewartet, haben wir hier die kleinen Drive Cups, die hinten und vorne an die Diffs kommen. Schön mit Madenschaube, schön hier die Vertiefung für den Sicherungsring. Auch die habe ich jetzt mal zum Test. Da hatten wir vorher das Problem, da hatten wir hier noch nicht die Vertiefung, da hat das noch nicht so schön gehalten. Jetzt sind das hier die V2, kann man sagen. Die V1 waren noch gar nicht auf dem Markt. Und die werden wir jetzt natürlich bei unserem Outcast 4S in der Extreme Bash Farm testen. So, zum Vergleich habe ich euch mal die Stock aus Kunststoff. Da sieht man es wunderbar. Das passiert, wenn man den 15er Motorritzel 120C 4S Lipus fährt und ein bisschen härter ballert. Na, kriegt er nochmal den Fokus. So, und jetzt die von Oktay. Freunde, eine wunderbare Kopie. Nur in ultra schön. Herrlich. So, dazu, das hier ist Stock. Da ist das wir auch. Zwar Aluminium und das hier vorne ist Kunststoff. Auch das hat Oktay wunderbar gelöst. Freunde, ihr kriegt die Teile bei Metz demnächst oder auch bei Oktay selbst. Schreibt ihn auch bei Facebook an. Es gibt mehrere Wege. Wird nicht mehr lange dauern, dass es online geht, die ganze Geschichte. So, jetzt nochmal zum Driveshaft. Wie gesagt, das ist mit einer der sehr wichtigen Dinge, die viele Leute interessieren könnte. Hier vorne habe ich den Stock. So, hier auch wieder. So sollte es aussehen. So. Gucken, ob die Kamera nochmal wieder zoomt. Na? Ich weiß nicht, ihr könnt es... Da, jetzt kann man es gut sehen. Ja, da ist nichts mehr. Alles weg. So, das ist die von AliExpress. Die hat im Skatepark, ja, auch da, mal gucken, ob man es erkennen kann, einen leichten Schlag bekommen. Also die ist nicht mehr ganz gerade, die hat hier ungefähr den Knick drin. Die ist aber halt auch nur aus einem einfachen Alu, ansonsten, das sieht alles noch so weit in Ordnung aus. Das eine oder andere Zähnchen sehe ich gerade, hat schon leichte Blessuren, aber die sind so tief, die Einkerbung, also das ist wirklich dann nur oberflächlich, das macht jetzt noch beim Fahren gerade nichts aus. Ja, ansonsten hier die Feder,
Ja, wie bei der originalen. Die geht sehr stramm rein. Also bei der muss man wirklich, wirklich quetschen. Die von Okta hier. Da werden wir dann mal schauen. Na, komm. Da. Oh, Freunde. Das wird herrlich. Die wird hoffentlich schön. Ziemlich sicher bin ich mir da. Passgenau sein, dass die auch nicht so stramm drin ist. Und das hier ist dann Geschichte. Kostet zwar nicht viel, aber trotzdem, Freunde, die neue Antriebswelle von Oktai, die ist wirklich geil. Herrlich, wunderbar. Also Leute, wenn ihr noch mehr in dieser Art von Content haben wollt, dann gerne mal in den Kommentaren schreiben oder einen Daumen hoch lassen. Ich werde jetzt noch mal öfter, gerade zum Winter hin, Detailvideos machen von den Dingen, die ich bei meinen Wäschern mache. Ihr seht in meiner Wäschfarm, bei den Wäschervideos, wie ich die Autos rannehme, dass ich das auch nicht jetzt irgendwie so Larifari mache oder die schone, sondern wirklich teilweise 40, 50 Meter weit fliegen lasse, auf Beton knallen. Natürlich nicht bewusst und extra, aber das passiert halt, wenn man ans Limit geht. Und das tue ich, das verspreche ich euch. Ich gehe mit den Fahrzeugen absolut ans Limit. Ich tune die absolut bis zum Limit, bis es nicht mehr geht. Und sage euch dann, was wirklich sinnvoll ist, Geld auszugeben und wo ihr eher euer Geld spart. Es gibt eine Menge, die ja, eine Meinung haben bezüglich verschiedenster Aluminium-Sachen. Ich finde, das ein oder andere ist gerechtfertigt, das ein oder andere ist völliger Quatsch. Aber auch dazu werde ich dann nochmal detaillierte Videos euch zeigen. Und gerade im Thema Arma, Corali und Traxxas, das sind so meine drei Hauptmarken, werde ich euch dann die ganzen Tuning-Firmen vorstellen, wie Erik von Ravenstein, Michael Meyer, natürlich der gute Oktai, diverse M2C-Geschichten und GPM und RPM und der ein oder andere hat sich ja fusioniert mit Wäscher Queen und M2C zum Beispiel. Da habe ich eine gute Kooperation. Ich habe eine Kooperation mit Corali und auch mit dem einen oder anderen. Und ich kaufe die Dinge oft. Ich teste sie ehrlich. Ich darf auch ehrliche Meinungen sagen und Videos zeigen. Ich schneide nichts raus, was irgendwie, ja, ich sag mal, für den Endkunden ein Nachteil wäre. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Ich gebe dafür gerne Geld aus, mir macht es Spaß. Ich bekomme natürlich auch mal das ein oder andere freigestellt. MFI-Parts bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, 3D gedruckte Teile, sehr geile Teile, muss man dazu sagen, hat mir ein paar Sachen zugeschickt und zum Testen. Und ich gebe dann natürlich Anreize, wo man vielleicht nochmal was verstärkt oder verbessert oder wo die Schraube zu schnell ausreißt. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Cookident RC. Lasst ein Abo da, Daumen hoch, wie auch immer. Mich freut's und ja, mich würde's freuen, wenn die Community steigt und größer wird demnächst. RC-Autos, RC-Autofahren, RC-Allgemein, Flugzeug, Boot, finde ich persönlich, ist in der allgemeinen Bevölkerung überhaupt nicht so auf dem Schirm. Und ich finde, da muss man auf jeden Fall was für tun, dass das noch ein bisschen publik wird, die ganze Geschichte. Und umso mehr Leute fahren, umso mehr Leute Bedarf haben, Autos zu haben, dann fallen vielleicht auch nochmal die Preise. Aber man findet, finde ich, auch in diesem Hobby echt gut Freunde. Und habe selber schon ein paar gute Freunde gefunden über RC Bashard Germany, über RC Freunde Unna, über Facebook. Und ja, vielen Dank an alle, die mit mir zusammen das Hobby teilen, Spaß an dem Hobby haben und immer das Positive dabei rauszieht. Und ja, auch wenn es viele zwischendrin negative Sachen gibt, bei Facebook vor allem, Leute, macht euch nicht so fertig. Ich finde, wir sollten uns da lieber gegenseitig unterstützen. Und wenn einer gute Erfahrung gemacht hat oder einen guten Tipp oder einen guten Geheimtipp, Hack, wie auch immer, dann soll er die Meinung auch frei schreiben können, ohne dass da gleich ein paar Hates-Kommentare und sowas kommen. Alles klar, ich wünsche euch was. Das Basher-Video zu diesen Teilen kommt demnächst, dauert nicht mehr lang. Von der Skidplate ist dann schon online und das zweite im Skatepark, wo auch nochmal die Skidplate V2 von Oktai getestet wird, wie auch Slipper-Klatsch und Motorhalterung von ihm, müsste dann schon online sein. Wenn nicht, dauert es nicht mehr lang. Alles klar, ich wünsche euch was. Ciao.